Ich habe bei mir den Jan. Jan, hallo. Wir sehen aus, als ob wir so ein bisschen farblich uns abgestimmt haben. Ne? Also als ob wir heute Morgen telefonieren. Was ziehst du an? Und ja, so schön, wenn wir miteinander passt. Ja, wir passen jetzt optimal hier heute zusammen. Jan Hartlik ist Kandidat für die FDP. Jan, was hast du vor in diesem Jahr? Warum möchtest du gewählt werden? Was ist so das Thema, was dir unter den Nägeln am meisten brennt? Also es gibt ein paar Themen, die mir auf den Nägeln brennen. Also ich habe zwei Themen, die mir besonders auf den Nägeln brennen. Das erste Thema ist das Thema, ich sag mal, das passt jetzt vielleicht gar nicht so direkt dazu, das Thema Pflege und Alter. Da habe ich im Landtag dafür gearbeitet, auch für die Enquete-Kommission, die sich damit befasst hat, wirklich zwei Jahre lang sehr intensiv. Und da habe ich gelernt, dass wir die Frage, wie wir mit älteren Leuten umgehen, in Zukunft beantworten müssen, also ernsthaft beantworten müssen. Ja, weil die Menschen immer älter werden. Die Menschen werden immer älter. Für unsere Gesellschaft ist es eine große Chance, eine große Herausforderung. Zum Glück werden die Menschen immer älter. Da gibt es ganz viele Dinge, die man in den nächsten Jahren klären muss. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich sage nur, also die Frage zum Beispiel, wie kann jemand im Alter leben, lebt er zu Hause, lebt er im Heim, wie ist es denn ausgestattet? Das ist eine Frage, die ich ganz spannend finde. Speziell für Bad Cannstatt auch? Für Bad Cannstatt auch. Bad Cannstatt ist ein sehr, sehr gemischter Stadt. Bad Cannstatt ist eine eigenständige Stadt. Ja, Stuttgart bei Bad Cannstatt. Ja, genau, eben so rum ist die Reihenfolge. Und da ist es natürlich, hier merkt man auch, wie die Generationen aufeinanderstoßen. Es geht mit ganz einfachen Sachen los, zum Beispiel mit der Frage, wie Leute sich im Alter noch versorgen können, selbstständig zu Hause. Also haben sie noch genug Einkaufsmöglichkeiten, wie ist der Nahverkehr ausgestattet? Das sind alles Fragen, die alte Leute beschäftigen. Und ich sage mal so, es ist immer so schwierig, ich rede immer von alten Leuten. Ich sage von Leuten, die einfach auch einen gewissen Unterstützungsbedarf brauchen, weil älter werden wir ja alle und sehr viel älter. Und von daher ist es für alle zu allen eine Riesenchance. Absolut, absolut. Du hast gesagt, es sind zwei Themen, die dir am Herzen liegen. Was ist das andere? Das andere Thema ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wir haben ja gerade ganz viele gesellschaftliche Diskussionen. Auch Diskussionen, wir kümmern uns sehr stark auch um Menschen, die zu uns kommen wollen, die zu uns kommen müssen auch, weil sie sich vor Krieg zum Beispiel flüchten. Da stelle ich mir die Frage, wenn wir diese Menschen annehmen wollen und die Menschen, die da bleiben wollen, wie können wir das am besten schaffen? Wie schaffen wir das, was man so schön Integration nennt? Die Menschen wollen Arbeit, wollen Wohnung, wollen ja auch ihr eigenes Glück hier suchen. Und da stelle ich eben fest, dass wir nicht vergessen dürfen, diejenigen, die eben auch uns die Möglichkeiten geben. Und sozusagen damit hängt zusammen, dass wir irgendwoher auch das Geld, die Mittel brauchen, um diesen Leuten den Einstieg zu erleichtern. Und ich bin auch für eine starke Wirtschaftspolitik, also mit Mittelstand, Handwerk. Also das so ist die klassische FDP-Thema. Ja. Aber also neben dem klassischen FDP-Thema finde ich halt vor allen Dingen wichtig zu wissen, was liegt dir am Herzen. Und da sind es also die Integration der Flüchtlinge und die alten Menschen. Also eigentlich Leute, die eben eher Unterstützung auch tatsächlich brauchen. Ja, also ältere Leute, diese Unterstützung, das hört sich immer so an, als ob man die alten Leute, ob man die sich rund um die Uhr kümmern müssen, die wollen ein eigenständiges Leben führen. Möglichst lange wollen die das. Auf jeden Fall. Ja. Das will ich auch. Ja, eben. Da gibt es ja so neue WGs auch bei uns in Bad Cannstatt. Genau. Das ist, da kann man auch viel verbessern, da gibt es Regeln momentan, die sind allerdings furchtbar kompliziert, das trauen sich viele Leute nicht, weil es eine hohe Verantwortung ist. Es ist die Frage, wer hilft im Haushalt, das 24-Stunden-Kräfte gibt es, die wollen die Leute nicht so richtig zugeben, dass sie die haben und dann ist es oftmals die Frauen aus Osteuropa, die in ganz ungesicherten Verhältnissen hier leben und da muss man was machen, weil ich denke, das ist eine Sache, die ist noch ungeklärt, das ist eine Grauzone, viele Leute brauchen das und ich finde es ganz wichtig, dass man sich politisch einsetzt. Ja, da braucht man auch viele ehrenamtliche Hilfe auch für den Bereich. Also wer sich da ehrenamtlich engagieren möchte, also sowohl für die Flüchtlinge als auch in der alten Arbeit sind wir ja auch angewiesen auf viele Ehrenamtliche. Also ich persönlich gehe einmal in der Woche in ein Pflegeheim im Stuttgarter Osten. Da hatte ich auch eine Freundin, die ist leider vor kurzem verstorben. Und das sind ganz, also diese Generationenbegegnungen, das ist eine ganz spannende Sache. Da können auch wir, sag mal, noch nicht ganz so alten, jünger möchte ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen. Für mich auch nicht. Aber wir sind ja beide noch Junggebliebene, jung und zauberhaft. Ja, klar, zauberhaft sowieso. Für die mittlere Generation, die dann so. Also da muss ich sagen, das ist natürlich schön, da merkt man auch die Großstadt Stuttgart, da kümmern sich die Leute ein bisschen weniger umeinander. Vielleicht ein Appell an dieser Stelle mit diesem Medium auch mal an das zu denken. Pflegeheime, Altenheime suchen immer Leute, die auch mithelfen und das ist eine ganz spannende Sache, nimmt man ganz viel mit, also insofern, wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, möchte ich das auch nochmal, dass die Menschen sich ein bisschen auch um ältere Leute kümmern, in der Familie sowieso, aber es gibt ganz viele alte Leute, die suchen Anschluss.
Oh, das finde ich ein ganz, ganz schönes Thema. Liegt auch mir am Herzen. Man sieht hier am Neckar zum Beispiel oft alte Menschen, die in Mülltonnen Flaschen suchen müssen. Das ist wirklich eine traurige Sache. Ja. Also engagiert euch ehrenamtlich mit diesem Appell. Alles Liebe. Jawohl. Macht's gut. Tschüss.